Okay, wie organisiere ich das? Das Wichtigste ist mir hier, wenn wir da nur ein Netz haben, dass trotzdem viele Ballkontakte da sind. Also es soll keine Beschäftigungstherapie sein, oh, jetzt haben wir heute viele, naja, schauen wir, dass alle sich irgendwie bewegen, sondern viele Ballkontakte und trotzdem, dass wir noch ein Trainingsziel haben, was ich gerne verfolgen will. Gerade wenn wir viele Leute sind, versuche ich eigentlich das Netz die ganze Zeit zu nutzen und Gruppen zu machen. So habe ich halt die Möglichkeit, dass ich den Spielern sowohl am Netz ihre Aktionen gebe, als auch sie abseits des Netzes mit Stabilisation, mit Techniktraining, mit Koordination noch fördern kann. Dauert das lange, bis die Spielerinnen sich daran gewöhnt haben? Das ist der entscheidende Punkt. An der Sache nicht zu erwarten, dass das von heute auf morgen klappt. Also wir müssen die Kinder da langsam heranführen an das Ganze. Ich mache das gerne in der Form, dass wenn ich damit anfange, die eine Gruppe eine Spielaufgabe bekommt am Netz, ein Spiel, sei es ein Sideout, und ich trainiere mit der anderen Gruppe. Weil wenn ich es als Trainer dann geschafft habe, das Spiel so von den Regeln zu wählen, dass die Spieler beim Spiel nicht über- und unterfordert sind, dann kann ich die damit 15 Minuten spielen lassen, während ich mit den anderen Spielern arbeite. Und dann nach 15 Minuten kommt dann der Wechsel. Ja, und dann ist das so ein Step-by-Step. Da kommt aber dann die Übungsgestaltung manchmal der Sache auch entgegen, ne? Also wenn du bekannte Übungen machst, dann sind die beim zweiten, dritten, vierten Mal natürlich viel schneller, viel flüssiger am Laufen. Und es ist viel einfacher, da vielleicht eine Kleinigkeit zu verändern und die Übung irgendwie ein bisschen schwieriger zu machen oder einen anderen Fokus drauf zu setzen, ne? Ja, total. Also das macht es einfach leichter. Dann, gerade wenn ich jetzt zwei Gruppen habe, spare ich mir dadurch viel Zeit und dann nochmal Aufgaben neu zu erklären. Eine andere Sache, die ich dann gerne mache, wenn ich in zwei Gruppen arbeite, dann schicke ich nicht beide Gruppen gleichzeitig zum Trinken. Und dann habe ich 2 Minuten oder 1 Minute Leerlauf, sondern dann kann die eine Gruppe was trinken gehen. Der anderen Gruppe erzähle ich schon, was sie nach ihrer Trinkpause machen kann. Dann können die trinken. Die anderen kommen zurück aufs Feld und dann kriegen die gehört, was zu tun ist. So muss ich mich auch bei den Erklärungen nicht stressen, weil ich weiß, oh, jetzt stehen die da drüben und warten, sondern ich habe alle Zeit der Welt und da sie ja eh getrennt voneinander trainieren, müssen sie auch nicht miteinander trainieren.